Jedenfalls, das ist ja auch ein Aspekt hier, finde ich Ostfrauen immer noch besser für Männer. Weil sie eben archetypisch männliche Tugenden tendenziell mehr respektieren als Frauen im Westen. Stichwort Wokismus. So einen Firlefanz hast du im Osten einfach mal nicht in der Form. Und so manche Ostfrau, die wird sich, wenn sie die Männerqualität hier im Westen kennenlernt, vielleicht doch wieder den Ostmann herbeisehnen. Ich habe ja vorhin erwähnt, dass es eben ein Urinstinkt sein sollte, als Mann zu opponieren, wenn deine Frau unter anderen herumgereicht wird oder auch generell verbraucht ist. Topmänner, die haben nun mal zu Recht ein dickes, fettes Problem mit verbrauchten Frauen. Diese verlieren nun mal die Anziehung auf sie, je mehr Erfahrungen die Frau eben hat. Warum das so ist? Na, weil es ein potenzielles Gesundheitsrisiko für eine spätere Mutterschaft ist. Aber guck mal hier, vor kurzem habe ich diese Umfrage hier gemacht. Und wenn man das Ergebnis sieht, dann verliert man schon fast jede Hoffnung. Ich habe ja locker 90-95% bei Antwort A erwartet, was der natürliche Instinkt eines Mannes wäre, so zu denken. Aber mehr als einem Drittel der Teilnehmer ist es hier völlig egal, wie hoch der Bodycount einer Frau ist. Also, ja, das sagt, wie ich finde, schon enorm viel aus, wie der Zustand vieler Männer heute und gerade im Westen so ist. Okay, ich denke, ich belasse es mal dabei. Sieh dir passend zum Thema vielleicht auch mein Goldgräber-Video an. Hol dir mein Buch, wenn du es noch nicht hast, und schreib's mir, wenn dir was Sinnvolles einfällt.